Ey, Barschmoos, Slitscht, was hat er jung? So hat er für ihn gemacht. En plus, bei der Schwiegermutter. Jung, haben sie zusammengekriegt. Es ist nicht so exakt geworden. Aber die Schwiegermutter, die sieht ja nicht mehr gut. Sie hat gar nichts gemerkt und hat es gerade wieder angeschaut. Das ist dasselbe Problem, wie wenn man von etwas selbst geschenkt kriegt. Dann gefällt es, aber uns nicht unbedingt. Und oh je, wenn die wieder zu dir kommen, musst du jedes Mal das Wunderstille wieder schnell vom Buffet rausholen, ohne Stille, wie wenn es immer da gestanden wäre. Oder weißt du was? Wenn es nicht mehr mit, gibst du alle Vögel von nächstes Jahr, oder? Hoppla, das mache ich nächstes Jahr. Thank you.
der Fisch. Non, mais tu sais ce qu'on dit. Si tu tapes la tête contre une cruche et que ça sonne creux, n'en déduis pas forcément que c'est la cruche qui est vide. Ah, ah. Tu sais ce qu'elle m'a dit, ma fille, hier soir? Non, dis toujours. Les poteries, c'est pour les vieux. Tu te rends compte? Alors que son plat préféré, c'est le Begehoff de canard. Charlie comprendra l'importance des poteries plus tard, lorsqu'elle devra cuisiner. J'espère bien, parce que les poteries, c'est comme le folklore. Sans eux, l'Alsace ne serait pas l'Alsace. Malgré tout ce que les voyages peuvent nous apporter, c'est bien chez nous qu'on est le mieux.